Guten Mittag, meine Süßigkeitenfreunde, und herzlich willkommen zum weiteren Süßigkeiten-Test auf dem Kanal. Wieder, wie gestern schon, von der Marke Choqueur. Ich weiß immer nicht, ob es eine Aldi-Eigenmarke ist oder nicht. Und heute auch wieder ein Klassiker, den ich schon auch aus meiner Kindheit kenne, nämlich den Choqueur Milch-Jumbo-Riegel und heute im Nuss-Nougat-Stil. Sehr geil. Schreibt mal gerne in die Kommentare auch, ob ihr die kennt und wie ihr die findet. Würde mich wie immer interessieren. Ja, kennt man, ist Klassiker, sind so Knusper, also Weizenriegel mit Außenschokolade, innen in dem Fall auch Schokolade. Schaut sehr lecker aus. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Habe ich ewig nicht gegessen. Design auch sehr schön. Wir haben hier eben so einen Jumbo-Elefanten. Dann hier so ein Milchsplash, außen so grün gehalten, passend zum Nougat. 7 Stück haben wir drin. Sehr cool, Rainforest Alliance zertifizierten Kakao, DLG prämiert, luftige Waffel mit feiner Nuss-Nougat-Creme-Füllung umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Super cooles Ding, also wirklich sau cool. So rein vom Design jetzt und so, vom wie ich mir den Geschmack vorstelle. Von der Gesundheit natürlich nicht. So, kommen wir jetzt zur Rückseite. Auch alles in grün gehalten. Wir haben einen kleinen Text. In Milch, Jumbo, Nuss-Nougat-Creme stecken viele gute Sachen. Knusprige Waffeln und eine leckere Nuss-Nougat-Creme und hüllt von zarter Vollmilchschokolade. Das schmeckt locker, leicht und nussig. Für Jumbo großen Knusperspaß mit einer Portion Milch. Sehr lecker. So, 7 Riegel haben wir drin. Hergestellt bzw. vertrieben auch von der Biha GmbH in Halle. Schöne Grüße an aber aus Halle, wie auch die Milchmäuse. Und ansonsten, Leute, steht da auch nicht mehr sehr viel. Deshalb kommen wir direkt zu den Nährwertangaben je 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2323 Kilojoule bzw. 557 Kilokalorien, saftig. Fett 35 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 16 Gramm. Kohlenhydrate 49 Gramm, davon Zucker 39 Gramm. Gefällt mir schon mal besser als die Milchmäuse, nice. Eiweiß 9,8 Gramm, auch nicht schlecht. Und Salz 0,21 Gramm. Hey, gar nicht so übel. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben Waffeln mit Haselnuss-Nougat-Creme-Füllung 55% und umhüllt von zarter Vollmilchschokolade 31%. No, nicht schlecht. Zutaten. Hauptzutat Vollmilchschokolade. Bestehend aus Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Buttermilchpulver, Milchzucker, Emulgator, Sojalecithin und Vanilleextrakt. Genau die gleichen Bestandteile wie bei den Milchmäusen. Bestimmt benutzen sie von gleichen Produktionsweg dann die Schokolade. So, dann haben wir Palmfett. Zucker, nochmal unabhängig eben, Buttermilchpulver auch nochmal, Weizenmehl, gemahlene Haselnüsse 7,3%, sehr nice, magerer Kakao 2,8%, Butterreinfett 2,5%, Weizenstärke, Kakaomasse, Emulgator, Sojalecithin, Sahnepulver, Kakaobutter, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat, Salz und ein Vanilleextrakt nochmal. Ist ganz schön viel, ist auch wieder sehr viel Ungesundes, aber allein weil wir schon über 10 Gramm weniger Zucker haben als bei den Milchmäusen zum Beispiel oder generell halt noch unter 40 Gramm, auch wenn es knapp ist, gebe ich hier als Gesundheitsnote eine 4-. Ist natürlich nichts, wo ich sage, ne, sollte man essen oder so, aber trotzdem Gesundheitsnote 4-. Also geht schlimmer, das ist ganz klar, aber geht natürlich auch einiges besser. So, wir haben hier oben so einen Verschluss, den machen wir mal auf und holen uns mal. Auch schön, dass es Pappe ist außen, klar, die einzelnen Dinge sind hier in Plastik, aber alles hier aus dem Papier. Finde ich sehr, sehr gut für die Umwelt. Und ja, so schaut so ein Ding aus. Ja, so. Und dann machen wir es mal auf und schauen, wie das Ganze mundet. So. Also, ich hätte gesagt, Leute, aufs Wohl. Also weiziger und crispiger, als ich erwartet habe. Ihr habt halt, ja, sehr schokoladig, leicht nussig, so Nougat-artig. Oh, lecker die Dinger, also wirklich. Guter Crisp, diese Cremefüllung ist sehr angenehm. Boah, es ist schwierig gerade, ne? Ihr beißt rein, ihr habt direkt so einen leichten Crisp. Dazu habt ihr eben diese schokoladige Nougat-Füllung mit der Vollmilchschokolade-Außenhülle und noch so einen leichten Nuss-Touch. Sehr, sehr lecker. Wer auf Nuss-Nougat steht, auf Weizen, so Riegel, natürlich total ungesund, aber rein auch Geschmacksnote. Ey, diese Choqueur-Dinger sind echt nicht schlecht, kriegt auch eine 1. Also wirklich jetzt sehr, sehr lecker. Geschmacksnote 1, keine Gesundheitsempfehlung. Am Ende schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich finde es sehr gut, also vom Geschmack. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder beim nächsten Jumbo-Riegel-Test. Bleibt dran, ich wünsche euch was, bleibt immer schön gesund, gebt niemals auf und bis heute Abend, Leute. Ciao, ciao.